Malta ist mein zweites Zuhause dort und da fühle ich mich wohl. Und ich schreibe viele Songs und dann werden die da erstmal aufgenommen. Ja, das Schöne an diesen neuen Songs war, dass die so unglaublich schnell und natürlich entstanden sind, da überhaupt kein Druck da war. Es gab niemanden, der mich zeitlich unter Druck gesetzt hat. Listen to it. Es war eine totale künstlerische Freiheit und plötzlich hatte man 10 Songs und dann haben wir noch ein paar Jahre zugeschrieben vor kurzem und dann war das Album im Prinzip geschrieben. Copper girl, I'm yours forever. Copper girl, I'm yours forever. Oh, another one. Es gibt eine Stelle, da kann man die Insel Gozo sehen und ist dann an diesem komischen Punkt, den man auch auf unseren Fotos oder in dem Video sehen kann. Pia und ich, beide hatten wir parallel dasselbe Lied im Kopf von R.E.M. It's the end of the world. It's the end of the world. It's the end of the world as we know it. Dieselben Gedanken und dieselben Assoziationen, was wir auch wieder beweist, wie bedeutsam Songs sein können, um die Situationen zu beschreiben oder Gefühle auszudrücken. Die Originalidee, das war so, glaube ich, der zweite Song, den wir ganz am Anfang geschrieben haben, war eine Studiokatze, die hieß Minnie und das Lied hieß erst Minnie the One-Eyed Cat. Minnie hatte nur ein Auge und wurde draußen als junge Katze schon von den älteren Katzen ständig bedroht. Und dann haben wir David, der ein Studioinhaber und Produzent, und der hat diese Katze aufgenommen. Und ich sah dann plötzlich diese Katze als Metapher für die ganze Welt, wie ich sie heute sehe, und habe dann den Song geschrieben, der aber schon eine Gesellschaftskritik enthält, nur sehr romantisch umschrieben. Und ja, die arme Katze gibt es immer noch und die ist ganz lieb und das ist Minnie. Ich habe Saki Liebezeit von Can, dem besten Schlagzeuger der Welt, gefragt, ob er mitmachen möchte bei meinem neuen Album. Und er hat sofort zugesagt und wir haben uns total gut verstanden und haben uns dann in Berlin getroffen und eine Woche intensiv zusammengearbeitet. Jackie Liebezeit kam halt ins Studio mit dem Satz, die westliche Musik ist tot, und zeigte mir auf YouTube irgendwelche Ritual-Voodoo-Drummer aus Senegal oder so, und das war schon ziemlich verrückt.
der spitzere Typ. Da gibt es eine Menge Videos von dem. Jackie weigert sich zu rhythmischen Signalen zu spielen. Er möchte den Song ohne Rhythmus. Und er hält Bass für überflüssig, andere Dinge. Das ist schon sehr, sehr extrem. Aber als er die Songs gehört hat und wir haben ihm halt kein Schlagzeug gegeben, nur auf die Songs gespielt ohne Schlagzeug und fand plötzlich den Bass gut und fand die Komposition gut und gesagt, meine Kompositionen sind sehr logisch. Das macht Spaß, darauf zu spielen und er hätte damit überhaupt keine Probleme. Es war schön und es hatte einen großen Einfluss auf die Platte. Dadurch können die Songs besser atmen. Also er hat sich sehr dem Song unterworfen und ist überhaupt nicht egoistisch gewesen, was die meisten Drummer schon dann sind, was er auch zu verzeihen. Das ist normal, bin ich ja auch. Es war genial schon. Ihr seid total verrückt. Das ist total super. Jackie! Ah. Super! Hast du aufgenommen? Ja. Mal ran. Falsch. Verrückt. Ich habe nicht so gut gehört, hätte ich gerne was lauter gehört eben. Die was? Die Bombus? Der eigentliche Produzent ist Tobi Siebert, der ein Studio in Berlin hat und auch eine eigene Band namens Delbo. Das ist halt eine andere Generation. Das ist wichtig für meine Musik schon, dass die nicht zu retro klingt, obwohl heute eigentlich alles retro klingt. Ja, das ist das Album, was ich machen wollte. Da hat Jackie auch sehr geholfen und Tobi und so weiter. Und da sind wir damit zufrieden. Das ist das, was ich machen möchte. Und wenn den Leuten das nicht gefällt, haben sie Pech gehabt. Also wichtig für mich ist, dass ich gemacht habe, was ich wollte.